Es waren zwei Brüder, Rashid und Aziz, Flüchtlinge aus einem kleinen Dorf Palästins. Von klein auf hatten sie Respekt in der Ader, keine Widerrede, sie hören auf ihren Vater. Sie gehen freitags gemeinsam zur Moschee, bitten um Vergebung für den toten Bruder ein Gebet. Aziz, der jeden Morgen ganz allein im Bus sitzt, will mal Arzt werden, weil es Mamas Wunsch ist. Und Rashid will sich als Mann rächen. Nach der Schule will er für sein Land kämpfen. Das Geld ist knapp, doch sie kämpfen weiter. Teilen sich das Pausenbrot, teilen sich die Kleider. Die Mutter oft allein, traurig, sie weint dann. Sie wünscht sich eine Tochter, dann wär sie nicht mehr einsam. Sie betet zu Gott, sie nahm ihr dein Geschenk. Und ein Jahr später kommt Lydia auf die Welt. Wir machen so vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist, bereuen wir es ewig. Wir machen so vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist, bereuen wir es ewig. Ja, die Zeit vergeht mit Tränen und Lächeln. Lydia ist jetzt 4, lernt langsam zu sprechen. Aziz ist jetzt 20, studiert Medizin. Mama zuliebe, ja, einfach aus Prinzip. Rashid ist jetzt 18, trägt mit sich ein Messer. Macht nur noch Probleme, seine Freunde sind Verbrecher. Nur noch dieses eine Mal, dann der Ruhestand. Er kauft eine Kette für Lydia zum Geburtstag. Er küsst ihre Stirn, legt sie auf dem Schoß. Ich beschütze dich, jeden Tag, ich schwör's auf mein Tod. Rashid nimmt die Regeln der Familie nicht mehr ernst. Deswegen wird Rashid von der Familie entehrt. Ja, die Zeit vergeht auch ohne ihn. Er fällt tiefer und tiefer und tiefer. Einbrechen, Drogendeal. Ja, es war Rashid, der Junge aus dem Krieg. In Geld und Ruhm verliebt, vom Teufel besiegt. Wir machen so vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Wenn es dann zu spät ist, bereuen wir es ewig. Wir machen so vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Wenn es dann zu spät ist, bereuen wir es ewig. Es sind 8 Jahre her, es hat sich nichts verändert. Es bleibt wie es ist, Rashid bleibt ein Fremder. Lydia ist jetzt 12, heute auf dem Schulweg. Glaub mir, die letzten Zeilen hier, sie tun weh. Es ist freitags morgens auf der Straße, nichts los. Rashid und Freunde kommen besoffen aus der Disco. Sie steigen in den Wagen, ja, sie sind zu viert. Rashid fährt und denkt sich, was hab ich zu verlieren? Gib mal Gas, Junge, willst du mich verarschen? Er gibt Gas und bemerkt, da ist jemand auf der Straße. Er will stoppen, doch leider ist es zu spät. Er trifft das Mädchen auf dem Schulweg. Wir machen so vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist, bereuen wir es ewig. Wir machen so vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist, bereuen wir es ewig. So vieles falsch, doch verzeihen wenig. Die Zeit vergeht, der Zeiger dreht sich. Du veränderst dich, doch merkst erst, wenn's zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist,